Radio Siegen, die Feierabendsendung mit Jan Reppern. Wir stellen Ihnen in dieser Woche freiwillige Feuerwehrleute an ihrem Arbeitsplatz vor, an ihrem normalen Arbeitsplatz vor, wenn sie nicht gerade angepiept werden und zu einem Einsatz müssen. Die Feuerwehr macht das auch. Diese Aktion nennt sich Mut macht glücklich und die Feuerwehr will damit neue Freiwillige gewinnen. Und wir hatten da schon, ja, was hatten wir? Verwaltungsfachangestellte, Betonbauer, Gas, Wasser, Sanitär, aber so einen hatten wir auch noch nicht. Ich bin der Klaus Ehrmann. Von Haus aus bin ich Chemiker mit einer fachtoxikologischen Zusatzqualifikation und ich arbeite als Brandsachverständiger und als Sachverständiger für chemische und biologische Gefahren. Das hört sich mal kompliziert an. Klaus Ehrmann, einer von wenigen Akademikern in der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist selbstständig. Er ist immer da, wo es zum Beispiel gebrannt hat und es darum geht, einzuschätzen, ob es vielleicht auch für uns gefährlich wäre. Nehmen Sie mal diesen dicken Brand die Woche beim Düngemittelhersteller in Krefeld. Er wäre da gewesen. Aber er wohnt in der alten Dreisbach und rückt dann auch mal auf die A45 aus. Neulich, als ein LKW bei Olpe Süd umgekippt ist zum Beispiel. Ich sitze da in meinem Büro, habe eine normale Arbeit gemacht. Das ist sehr viel Schreibtischarbeit. Und plötzlich geht der Piepser. Das ist ein besonderer Ton. Da weiß ich schon, hier ist ein ABC-Alarm, läuft hier auf. Los geht's Richtung Autobahn. Der LKW hatte ätzende und giftige Stoffe geladen. Klaus Ehrmann musste schauen, in welchem Zustand die Fässer waren und hat entschieden, die Dinger müssen abgeladen werden. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass dann hinter mir ein größerer Stau war. Ich meine, in Radio Siegen gehört zu haben, irgendwo so 9 oder 10 Kilometer für 13 Stunden. Naja, ich will mich entschuldigen für alle, die im Stau gestanden sind, aber es war wirklich notwendig. Macht nichts. Im Zweifelsfall ging es ja wirklich um unsere Gesundheit. Aber das ist auch so eine Sache mit diesen Entscheidungen. Klaus Ehrmann sieht bei der Aktion Mut macht glücklich für sich das nochmal ganz anders, als wir das bis jetzt gehört haben. Also nicht unbedingt nur anderen Menschen mit seiner Arbeit bei der Feuerwehr zu helfen. Auch bei anderen Dingen muss er Mut beweisen. Standzuhalten gegenüber Druck auch von Behörden, die Autobahn möglichst schnell wieder aufzumachen, wo man einfach dann sagen muss, das geht jetzt nicht, auch wenn ein Riesenstau entsteht. Da gehört Mut dazu, da gehört Standfestigkeit dazu. Das muss man dann auch durchstehen. Klaus Ehrmann kommt, Sie hören es, aus Schwaben. Und zur Freiwilligen Feuerwehr kommt er, wie er sagt, wie die Jungfrau zum Kinde. Er ist nämlich eingestiegen, da war er schon 36. Erst als Sachverständiger ist er dazugekommen, quasi dann über einen Bekannten auch ans normale Löschen mit Atemschutzmaske und so, Löschzug Achenbach. Aber auf jeden Fall was Besonderes, ein Akademiker in der Freiwilligen Feuerwehr erfreut sich, sein Fachwissen da einbringen zu können und lädt alle Kollegen mit Studienabschluss dazu ein. Nicht nur der Chemiker wird gebraucht, es wird auch der Bauingenieur gebraucht, es wird auch der Computerspezialist gebraucht. Es werden eigentlich alle gebraucht, die mit ihrem Spezialwissen und mit ihrem besonderen Wissen dazu beitragen können, die Gefahrenabwehr in Deutschland sicher zu gestalten und auch gestalterisch was zu ändern. Klaus Ehrmann aus der alten Dreisbach, freiwilliger Feuerwehrmann, Sachverständiger, wenn es um chemische Unfälle geht, aber er löscht auch ganz normal mit. Die Feuerwehr stellt uns in diesen Wochen Freiwillige an ihrem normalen Arbeitsplatz vor und wir machen das auch, obwohl Klaus Ehrmann dann schon ein bisschen mehr als normal ist als Chemiker. Aber Sie haben es gehört, jeder kann mitmachen. Mehr Infos gibt's auch auf feuerwehrsiegen.de. 100% mein Radio Siegen.